Willkommen zurück zu Programmieren 2. Wir werden uns in diesem Video anschauen, wie wir diese Lasse-Spielstein-Fallen-Methode auf Spalte implementieren können, damit wir eben hier die grundsätzliche Funktionalität haben zu einem dieser Plätze, die wir hier bei der Spalte mitbekommen, die entsprechenden Elemente oder die entsprechenden Spielsteine fallen lassen zu können. Und im Prinzip möchte ich das jetzt mal in umgekehrter Reihenfolge machen lassen. Ich werde jetzt hier nochmal diese Not Implemented Exception drin lassen und stattdessen eben erst einen Test schreiben, der beschreibt, was ich hier eigentlich machen möchte. Hier brauchen wir natürlich das Test Class Attribute. Und dann schreiben wir uns Testmethoden. Spielstein wird korrekt in leere Spalte eingefügt. Das ist mein erster Test, den ich schreiben wollte. Das ist für mich das einfachste Szenario. Ich habe eben ein Test-Target, das eine Spalte ist. Und hier brauchen wir eben Plätze. Und ich mache das jetzt eben so, dass hier mir eine Liste von Plätzen erstelle, die dann wiederum eben mehrere Plätze enthält. Wahrscheinlich werde ich das mal in der Schleife machen, das ist, glaube ich, sinnvoller. Also ich hätte hier gerne 6 Plätze in dieser Collection. Und ich gebe diese Collection dann eben hier jetzt mit rein in diese Spalte und sage dann, dass ich bitte auf der Spalte oder auch in meinem Test-Target einen Spielstein reinfallen lassen möchte. Dem geben wir eine beliebige Farbe. Nehmen wir doch mal wunderbares Schwarz. Und der Spielername für diesen Spielstein soll bitte Fu sein. Und wenn wir das gemacht haben, können wir eben diesen Spielstein jetzt mal hier reinfallen lassen. Und dann können wir eben annehmen, dass unsere Plätze wie folgt aussehen sollen. Wir können jetzt eigentlich hier sogar in einer Vorschleife durchlaufen. So, und hier können wir jetzt eben innerhalb dieser Vorschleife sagen, sind wir in Teil 1, dann, also besser gesagt, wenn i noch 0 ist, dann machen wir bitte Folgendes. Dann sagen wir nämlich, dass dieser Spielstein bitte auf dem Platz gelandet sein soll. Das heißt, wir sagen Test-Targets, Plätze, an der Stelle i. Oder wir können eigentlich direkt Plätze nehmen, das, was wir ihm hier übergeben haben. Plätze an der Stelle i, Punkt Spielstein. Und machen dann weiter. Und wenn wir nicht in dem Fall sind, dass i gleich 0 ist, dann möchte ich bitte, dass Spielstein, dann nehme ich an, dass diese Spielsteine bitte noch 0 sind. An der Stelle i ist gleich 0. Genau, so habe ich es ja schon dastehen. Jetzt hier können wir es zum besseren Aufdruck aus so aussehen. Also wir möchten hier jetzt einfach haben, dass der Spielstein bitte auf den
untersten Platz der Collection gesetzt wird, wenn wir das hier machen. Und dieser Test sollte jetzt auf jeden Fall fehlschlagen, weil wir haben ja die entsprechende Funktionalität noch gar nicht implementiert. Und das ist das eben, was man Test-Driven Development nennt. Das heißt, man schreibt erst einen Test, der ist dann rot, weil wir eben hier die entsprechende Funktionalität noch gar nicht implementiert haben. Und ansonsten müssen wir jetzt eben genauso viel Code hinzufügen, dass dieser Test grün wird. Und wir können uns beim Schreiben einfach an den Fehlermeldungen, die hier auftreten, entlanghangeln. Das heißt, wir sehen ja hier, dass in Spalte, ich werde mal die anderen Dateien, die wir jetzt nicht brauchen, hier erstmal schließen. Aber wir lösen hier eine Not Implemented Exception aus und wenn wir die wegnehmen, dann sollte jetzt auf jeden Fall eine andere Fehlermeldung stattfinden. Und wir kriegen hier jetzt eben die Nachricht, dass wir einen Spielstein erwartet haben, aber dass wir eben auf den Plätzen noch Null vorfinden. Das heißt, wir müssen jetzt eben genau so viel Code schreiben, dass wir diesen Test erfüllen. Das heißt, wir gehen eben im Prinzip durch diese Plätze durch. Die bekommen wir von der Basisklasse vererbt und gucken mal, if Platz.Spielstein gleich Null, dann können wir das hier draufsetzen. Dieser Spielstein. Und sollte das gar nicht gehen, also dass wir, im Prinzip sollte ich hier eigentlich noch einen Return machen. Und wenn das gar nicht gehen sollte, dann werfe ich hier jetzt eine neue Invalid Operation Exception, in der ich eben sage, die Spalte ist bereits voll. Das heißt, im Prinzip konnte dieser Spielstein nicht in diese Spalte gesetzt werden, da eben die Spalte bereits voll ist. Und damit sind wir eben an dem Punkt angelangt, dass wir hier einen Fehler werfen, sollte das nicht funktionieren. Ja, was wir dann eben noch machen können, ist, dass wir auf der Linie, würde ich das schon fast sagen, später noch implementieren einen Getter. Sind denn schon alle Plätze von dieser entsprechenden Linie besetzt oder nicht? Das wäre noch eine sinnvolle Eigenschaft, die ich mir hier vorstellen könnte. Aber das würde ich dann fast auf Linie implementieren. Ja, wohl auf Spalte, das würde auch reichen. Weil normalerweise setzt man ja bloß in eine Spalte was rein. Egal, wir gucken jetzt mal, ob jetzt dieser Test hier funktioniert. Und er schlägt immer noch fehl. Das heißt, wir haben hier noch ein Problem. Und zwar schauen wir uns das jetzt mal an, was hier noch das Problem ist. Er sagt, dass an bestimmten Stellen... okay, also wir gehen hier rein und sagen, wenn i 0 ist, dann nehmen wir an, dass dieser unterste Platz in der Collection diesen Spielstein enthält. Und machen dann mit der Schleife weiter, das heißt i wird 1 und folglich müsste auf diesen Plätzen eigentlich i noch 0 sein. Ja, dann würde ich tatsächlich jetzt erstmal durchdebuggen, weil ich gerade nicht verstehe, warum jetzt dieser Test nicht grün wird. So. Also, und wir lassen wirklich gleich mal hier, dann gehen wir weiter. Und sagen, das passt, der läuft noch hier durch. So, und Plätze hat jetzt eben hier an der Stelle 0 tatsächlich
einen Spielstein und an der Stelle 1 ist der Spielstein null. Achso, das stimmt natürlich. Ich habe hier die falsche Abfrage gemacht. Jetzt sehe ich es. Ich muss hier natürlich den Spielstein überprüfen, ob der null ist. So, und jetzt sollte dieser Test auch grün werden. Also ich habe einen Fehler in meinem Test gehabt. Okay. Ja, und damit haben wir mehr oder weniger eben den Happy Path hier durch dieses Stückchen Algorithmus getestet. Was wir jetzt natürlich auch noch machen können, ist schauen, ob wir diese Invalid Operation Exception bekommen. Lasse Spielstein fallen, löst Exception aus, wenn Spalte voll ist. Das heißt, wir kopieren uns hier jetzt wieder diese Annahme und wir haben jetzt hier eben Plätze, auf denen schon Spielsteine draufsetzen. Das heißt, ich hole mir diesen Spielstein hier jetzt mal hier hoch und sage eben, dass dieser neue Platz jeweils einen Spielstein drauf hat. Nämlich den hier oben. Und hier würde ich jetzt eben hoffen, dass dieser Code eine Invalid Operation Exception aufruft. Das heißt, ich würde jetzt hier ein Expect Exception Attribut noch drüber sehen und sage hier, ich hätte gerne eine Invalid Operation Exception, die ich hier erwarte, wenn ich lasse Spielstein fallen auslöse. Dann gucken wir mal jetzt mal an, ob dieser Test hier auch funktioniert. Und auch das macht Sinn. Das heißt, wenn die Spalte schon voller Plätze ist, Entschuldigung, wenn die Plätze der Spalte schon voll mit Spielstein ist, dann sollte diese Methode hier eben an dieser Stelle eine Exception auslösen, wenn das Ganze nicht gesetzt werden kann. Ja, und damit sind wir am Ende für dieses Video. Wir haben hier eben die Spalte noch so eingesetzt, dass es passt. Was ich noch schnell machen werde, ist, dass ich zur Spalte eine Methode hinzufüge, die eben da heißt bool ist Spalte voll. Und hier machen wir eben einen Getter rein und hier werde ich jetzt tatsächlich Link benutzen, um die Plätze abzufragen. Das eben für alle gilt. Dass Spielstein ungleich 0 ist. So. Und auch das können wir noch schnell testen, wenn ich schon dabei bin. Das heißt, ich gehe jetzt hier in die Spaltentests rein. Also im Prinzip habe ich hier wieder dieses Szenario beispielsweise. Dass ich hier jetzt eben mal eine Spalte habe mit Plätzen und ich sage eben nur, dass der Platz an Stelle 0 hier soll eben ein Spielstein drauf sein. Das heißt, ich hole den wieder hier hoch, damit ich den da unten benutzen kann. Und an Stelle 1 soll bitte auch ein Spielstein sein. Dann erstelle ich mir das Test-Target und nehme jetzt eben an, dass ich mal Ist-Spalte voll aufrufe. Und hier kann ich eben Act und Assert gleich in einem Zug machen, dass ich hier jetzt eben annehme, dass ist Spalte voll gleich false ist
Und ich werde noch eine zweite Testmethode machen. Ist Spalte voll, gibt True zurück, wenn alle Plätze voll sind. Das heißt, hier habe ich im Prinzip wieder dieses Szenario hier oben. Kopiere mir das und nehme hier jetzt eben an, dass Test-Target ist Spalte voll True zurückgibt. So, jetzt sollte mein Code noch nicht ganz kompilieren eigentlich, weil... Achso, ich habe noch einen Punkt vergessen. Ich möchte gern in diesem iSpalter-Interface noch diesen Member hier mit drin haben. Deswegen nutze ich jetzt mal mein Refactoring-Tool, der hier sagt... Nee, das war ganz nicht. Jetzt kann ich, dass ich eben dieses Member hochschieben kann. Und zwar ins Interface, hier in iSpalte, und ich nehme dieses ist-Spalte voll mit hoch ins Interface. Das heißt, wir haben jetzt hier auch eine Definition für diese Eigenschaft mit drin. So, und jetzt sollte unser Code nicht mehr funktionieren, weil wir nämlich hier einen Mock gebaut haben, der eben noch nicht dieses Member mit implementiert. Und hier schmeißen wir einfach eine Exception, weil wir für unsere Testzwecke das Ganze nicht brauchen. Oder sinnvoller wäre es eigentlich, eine Not Supported Exception zu werfen. Dann weiß der Nutzer genau das, was er möchte. Okay, dann schauen wir nochmal, ob unsere Tests jetzt alle funktionieren. Und das tun sie. Und jetzt sind wir wirklich am Ende für das Video. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann.